Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Luftblasen, sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Komisches Geräusch. Nein, nichts. Gar nichts. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Was soll der Lärm? Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Barrikaden kommt nach. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Was war denn das? Los, na gut. Ja, jetzt ich.
wir müssen hier weg. Du kannst herkommen. Ich komme. Komisches Geräusch. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Will ihn leben. Der Hauptmann der Purpurengarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Seltsam. Weiter. Langsam. Na gut, kein Mucks. Ach, nichts. Das sollte mir die Sache erleichtern. Amicia? Was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig! Hugo, du hast mich gefunden! Glaubst du wirklich, das ist der richtige Moment für deine Spielchen? Aber willst du, dass die Wachen dich erwischen? Mach das ja nie wieder. Tut mir leid. Sie sind hier. Er braucht Senior Nicolas Hilfe. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Oh, sie sind...
sind überall. Drüben was gehört. Na, das war wohl falscher Alarm. Was soll dieser ganze Lärm? Nichts. Von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. Gut. Folge mir. Leise. Ja. In deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Das kam doch von da drüben. Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Nichts. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Bring gar nichts. Was war das für ein Geräusch? Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Komm, ich helfe dir. Na gut. Achtung! Alle zurückziehen!
mal los. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Wir brauchen Feuer. Wir müssen hier raus. Na gut. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Sieht aus, als würde sie bald zusammenbrechen. Oh, mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Gehen wir. Ja.
los. Nochmal. Schieben wir. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich nicht. Schieben! Geschafft! Wir haben es geschafft! Hallo, Laurentius! Sch, Hugo! Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Oh, du lebst hier noch. Oh, hallo. Tut mir leid wegen deiner Keine schöne Freunde. Nacht, um draußen zu sein, was? Lea. Das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Armes Pferd. Komm, hoch mit dir. Mhm. Folge mir. Ja.
verschlossen. Amicia, eine Blume. Hugo, das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleib stehen! Er ist ansteckend! Hugo! Hier! Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Scheune, los! Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Sie sind hineingelangt. Ich bin da, ein Weg, sie abzunehmen. Oh, die Schinden. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los! So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. Ach,
Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. So ist es gut. Und gut kauen, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Du zuerst. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amicia, was machst du da? Loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier entlang. Ja, gewiss. Armes Schweinchen. Kommt, hier rüber. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel,
Das ist alles. Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Ich löse die Reagenzien auf. Eine alchemische Vereinigung. Das ist, Dämonen. Einfach Alchemie. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Dieser Ofen. Und wird er sterben? So einen nennt man Atanor, glaube ich. Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Levita extractam sic. Das ist Latein. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. So, es ist... Oh, Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein! Das Ignifa, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Oh, oh. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Los, kletter hoch. Bleib hier, es dauert nicht lange. Nun denn. Du kannst jetzt kommen. Gut. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Ich gehe zuerst. In Ordnung. Los, komm! Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Oh nein! Amicia! Die Waffen! Die Lichter sind aus! Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Die Windmühle steht fast in Flammen.